3, Station 4, herzlich willkommen in Baku, Aserbaidschan. Ja, Startkurs Teil 1 nach dem Doppelsieg aus China. Wollen wir das natürlich gerne wiederholen, aber es wird nicht einfach werden. So kurz davor natürlich wieder hohe Konzentration. Aber die haben, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Los geht's. Schauen wir mal einfach. Freie Training heute oder ist Freitag? Schauen wir mal. So, Wettervorhersage trocken, Qualifying und Rennen, also Samstag und Sonntag trocken. Und auch die ganze Entwicklung sind abgeschlossen. Sehr schön. So, dann können wir weiterbauen. Genau, die ganzen. Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Aber da war irgendwas, was ich gerade, was nicht ganz geklappt hat. Dynamik, ja, genau. Den wollen wir noch schnell bauen. Okay, dann haben wir das auch soweit. Und wir sind schon zweitstärkste Team auf jeden Fall hinter McLaren. Cool. Na gut, auf geht's. Beim Baku City Circuit, wo das freie Training für den großen Preis von Aserbaidschan in Kürze beginnen wird. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Strecke mit hohen Geschwindigkeiten und einer Zielgeraden, die doppelt so lang wie die Gegengerade in Shanghai ist. Mal sehen, welches Team die richtige Balance in den Einstellungen treffen wird. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Man muss zuerst grundlegende Tests vornehmen. Funktioniert das Auto richtig? Wie sind die Streckenbedingungen? Solche Dinge eben. Dann geht man ans Eingemachte und führt Test-Sessions durch, in denen man Daten sammelt, neue Teile ausprobiert und alles Mögliche einstellt. So viel echtes Training findet gar nicht statt. Viele der Fahrer kennen die Strecke bereits sehr gut, sei es durch vorige Rennen oder den Simulator. Ja. During this session, nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Baku. So, auf geht's. So, diese eklatant lange Gerade. So, schauen wir mal, was wir hier erreichen. Konzentrieren, weil hier so ein Konzentrationsfehler kann auch schon bedeuten, dass wir wieder einen kaputten Flügel oder sowas haben. Ähnlich wie in Monaco, was ja das übernächste Rennen ist hier. Kommt es darauf an, wie gesagt, dass man sich hier wirklich zu 100% konzentriert, gerade wenn es jetzt gleich in diese Engstelle geht, die mich jetzt hier in der nächsten Kurve Richtung der Altstadt. Und jetzt kann man vielleicht ein bisschen durchlaufen, weil es hier jetzt ein bisschen geradeaus geht. Bis hier sollte man auch nicht über die Curbs so schnell räubern, weil sonst hängt man direkt in der Wand. Und dann ist die letzte Kurve und dann haben wir diese lange, lange Gerade. Okay.
46-0 Verstappen auf der auf Hart. Ja, die sollten wir sogar packen können, die Zeit. 3,45, 3,46, 3,47, 347 km/h. Heute wird's Bestzeit. Fast 3 Sekunden schneller. Ja, die volle Punktzahl aus China mitgenommen und das wollen wir hier natürlich auch haben. Ein bisschen wieder ein bisschen Zeit rausgeholt. Die haben wir jetzt wieder verloren. Ein bisschen rausholen jetzt. We have 2 laps of fuel remaining. Es wird auf jeden Fall eine neue Bestzeit geben. 43-0. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next 2 laps. Ja, die Runde kriegen wir noch hin. Viel, viel Zeit liegen lassen. Na, das wird nichts werden. Genau das meine ich halt, diese Scheißwand. Wenn die einmal zu. Ja, wenn man die eine Wand zu eng anfährt, dann klatscht man in die zweite Wand. Weil nur der Flügel jetzt ja also mich hin sich ein bisschen beschädigt hat. So, zurück in die Garage. So, dann sind wir durch mit dem ersten Training. Gut, jetzt ist man etwa eine halbe Sekunde vorne. Etwas weniger. Da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die 3 Bestplatzierten. Hamilton, Richter und Lukas Weber. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Hm.
So, erste freie Training durch. So, Training 2. Ja, fliegende Runde. Fahren wir nochmal 3 Versuche. Auf, auf. So. Ein bisschen entspannen jetzt hier, jetzt geht es gleich schon wieder Richtung Ende. Für Albon. Ich bin gefahren 43,0, ne? Jetzt hier Richtung Altstadt. Viel, viel Zeit liegen lassen. Doch noch ein bisschen was geholt.
42,6. Nochmal neue Bestzeit. Und jetzt haben wir, glaube ich, die beiden Mercedes doch vor uns. Oder zumindest einer. Das andere ist ein Toro Rosso. Die Punkte sind eh nicht farblich gekennzeichnet. Bewusst ein bisschen auf Mager, damit ich meinen Motor schonen kann. So. Gut. Doch ein Frontflügelschaden, okay. Hätte ich nicht gedacht. We've had to spend time repairing the damage to the car. So. Was macht unser Teamkollege überhaupt? Gar nichts momentan, ne? P16 momentan, ne? Kommt scheinbar nicht so gut zurecht hier. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Hülkenberg und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, mal hin. Wir vorne auf Medium, eine halbe Sekunde vom Rest des Feldes. Und der nächste ist jetzt auf Platz 13. Das ist eineinhalb Sekunden hinter uns. Kann man so mitnehmen. Kann man so mitnehmen. So. Training 3. So. Wir haben drei Motoren. Wir müssen die irgendwann mal wechseln, ne? Okay, we haven't yet run any of our standard programs over the course of practice. It'll be a boost to car development if we can log that data, so we should do our best to do so before the end of the session. So, letztes Training. Thank you.
So, jetzt schön den Windschatten vom Vordermann mitnehmen. Jetzt kriegen wir es tatsächlich hin. Ist ein Red Bull. Das ist Verstappen. Na, es wird trotzdem Zeit gekostet haben. Geht wie trotzdem Zeit gekostet haben. Na, eine Sekunde, anderthalb schneller als vorher auf Medium. Weil das am Anfang noch viel Zeit gekostet haben wir. Wird. So. Ja, 41, ach, gute Zeit auf jeden Fall. So. Gut, anderthalb Sekunden schneller als in den anderen beiden Trainings. Genommen, zieht Zeit. So. Und jetzt gucken, so viel Zeit wie möglich noch rauszuholen. So, mal gucken. Jetzt geht diesmal die Runde noch, das letzte Runde fürs Training für Freitag. Für die Zeit liegen lassen darf. Come in this lap, please. Box this lap. Bis im Ring passt, da sah es richtig gut aus. Und dann nicht mehr.
Naja, passt so. So, Freitraining durch. Okay, this is the only session that we've got left to complete our acclimatization program. So let's get out there. Ja, wäre gut, wenn unser Teamkollege nochmal nachlegen würde. Weil da hat er ja morgen noch besser die Möglichkeit dazu. Jawohl. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richter, Vettel und Lukas Weber. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Nochmal nachgelegt. Sehr gut. Die dritte Session komplett demoniert. Kann gerne morgen und übermorgen so weitergehen. Naja. Gut. Na, doch, ein bisschen Regen im Qualifying am Ende doch. Ich dachte, sah es sehr trocken aus. Aber das ist schon mal was geändert. Na gut. Egal, wenn du von Anfang an eine gute Zeit fahre, dann sollte das funktionieren. Gut, dann Feierabend hier und wir sehen uns morgen wieder.